Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu, jetzt hätte ich fast gesagt, einem neuen Idle Game Vorstellungsvideo, aber das stimmt eigentlich gar nicht. Es ist eigentlich eher ein Clicker-Game und kein Idle Game, was nicht heißt, dass es nicht trotzdem Spaß machen kann. Und es ist auch kein Vorstellungsvideo, sondern eher ein Angespielt. Wir sind gerade im Livestream und ich kenne noch nichts von diesem Spiel. Knights and Castles gibt es free to play auf Steam. Ich dachte, wir gucken einfach mal rein. Welcome to Knights and Castles. Okay, I für Inventar. Wenn nicht, okay. This is a game about grinding. Yay, grinding stats, um genau zu sein. Go to the tower to fight enemies. Klingt super. And search the city for upgrades. Click the info button at the tower for more info. See you. Okay. Das ist mal... Wow, wir bewegen uns ultra langsam. Wir haben hart anstrengende Schrittsounds. Und wir sind halt gefühlt gigantisch groß. Wir sind halt... Also entweder sind die Gebäude sehr klein oder wir sind sehr groß. Oh, da bin ich da schon reingelaufen? Spannend. Da hatte ich so nicht mit gerechnet. Die Grafik ist auch eher schwierig, oder? Also der Stil... Incremental Cube, ja, habe ich vor heute mit auf der Liste oder auf jeden Fall fürs Wochenende. Auch tatsächlich seit einer Weile schon. Nicht erst seitdem Draki das vorhin jetzt gepostet hat. Aber auch da habe ich bislang noch nicht reingeguckt. So, Jewel Bank, wo sollte der Tower sein? Gott, haben wir eine Sprint-Taste? Requires DLC. Ah, hier ist der Tower, okay. Cool, wenn man Mute drückt und dann wieder unmutet. Ich habe übrigens auch kein Optionsmenü. Dann, ja, wenn man Mute drückt und dann unmutet, dann resetten die Lautstärke-Settings, die man gemacht hat. Und man kann sie dann nicht wieder zurückstellen. Quality Game auf jeden Fall. This is the battle screen. Battle is automated, so grab a coffee and wait. Wohlgemerkt nicht a coffee, sondern a coffee. Pressing next will take you to the next level of the tower with a new enemy. You can only decrease your tower level by 1 in case your tower level is lower than 20. And by 20 if your tower level is lower than 200 and so on. Okay. Ich verstanden. Okay, Player HP ist mein Leben. Attack ist mein Schaden. Attack Speed ist... Wow, Attack Speed, wer konnte damit rechnen? Ich glaube, das ist einfach alles... sehr offensichtlich. Experience. You need this to level up and get stronger. Ja, okay. Was sind denn E-Skills? Every enemy has a unique skill you need to overcome. Okay. Soulless. Double XP gain. Okay, das sind so die ganzen... Okay, das können wir bei Gegnern nachgucken. Das ist halt leicht anstrengend. Ich muss mich erstmal überhaupt zurechtfinden. Okay, das sind meine Hitpoints. Wo sind die Monster-Hitpoints? Hier. Heilen wir uns auch, wenn ein neues Monster kommt? Okay, das können wir also endlos machen quasi. Sind wir gerade schon... Okay, wir sind offenbar ein Level aufgestiegen. Okay, wir gehen mal auf Next. Next haut uns total auf den Arsch. Okay. Das heißt, wir sitzen das jetzt aus und warten, ja? Können wir mal I drücken für unser Inventar? Okay, es geht tatsächlich nur außerhalb von sämtlichen Gebäuden offensichtlich. Alter, der Soundeffekt nervt halt hart, ne? Okay. Wir können die Musik behalten, aber die Soundeffekte ausmachen. Das ist doch schon mal ein bisschen was wert. Was macht das F? Ah, Fullscreen. Ja, nee, danke. Ich möchte das gerne nicht im Fullscreen spielen. Das fände ich fantastisch.
Gut, es ist jetzt. Also warten wir jetzt, bis wir genug Level haben, um noch ein Level aufzusteigen. Das wären jetzt schon noch so 135 Kämpfe. Das ist schon eher lahm, oder? Aber wir haben schon ein paar Sachen gelootet. Lass doch irgendwie. Lass mal rausgehen, unser Inventar gucken. Das unfassbar hässliche See All Materials. Aber stand da nicht irgendwie mit bei, dass wir schon Skull und irgendwie Bones gelootet haben und so? Warum heißen wir eigentlich Bruce? So viele Fragen. Hallo? Okay, der Schmied ist nicht sehr redegewandt. Okay, der hat offenbar keinen Bock. Jewel. Mit welcher Taste kann ich hier irgendwas machen? Ich habe doch zumindest irgendwie ein bisschen Money eingenommen oder so, oder? Okay, wir hatten einen TP. Wahrscheinlich Talent Point oder so. Den habe ich jetzt für Attack Speed ausgegeben. Gut. Also ich nehme mal an, dass AS Attack Speed ist. Und das wird Critical Rate und Critical Damage sein. Cell. Ja, aber wo ist denn Cell-Button? Also was verkaufen wäre toll, aber ich müsste ja erstmal irgendeinen Verkaufsdialog haben, oder? Habe ich das im Inventar? Ist da irgendwo ein Cell-Button? Ich sehe hier keinen. Ah, Sell All Mats. Okay, nicht Sie. Danke für den Hinweis. Ja gut, dann haben wir gerade alle Materials verkauft. Gut, passiert. Dann sollten wir aber trotzdem Geld haben, oder? Wenn wir die verkauft haben, heißt das dann nicht, dass wir... Der Busch bewegt sich, wenn wir draufstehen. Vielleicht stehen wir aber auch drauf, wenn sich der Busch bewegt. Ich bin... so viele Optionen. Okay, ich glaube, das, was da steht, steht da halt auch einfach nur, damit man weiß, wo man gerade drin ist, ja? Das braucht ernsthaft ein DLC. Unglaublich. Ich dachte, das wäre ein Joke, aber nein. Okay, mit dem Brunnen können wir nichts machen. Ich gehe nochmal hier hin. Press E to interact. Ja, das habe ich die ganze Zeit schon versucht. Geht halt nix. Also hier geht halt legit gar nichts. Wir versuchen es jetzt einfach nochmal bei der Bank. Plötzlich geht es. Warum auch immer. 0,05% Rate of in West soll das wahrscheinlich heißen, for every 100 enemies you kill. Deposit. Packen wir doch mal. Naja, eigentlich lohnt das nicht. Okay, wir haben 58 Gold und wir kriegen halt 0,05% Zinsen für pro 100 Gegner, die wir killen. Das dauert halt im Moment ewig. Hier, Jewel Klaus, was geht denn bei dir? XP Find, Gold Find, Loot Find. Was wollen wir denn eher haben? Wir können uns eins davon leisten. Ich würde fast eher sagen... Gold Find erstmal, oder? Damit wir uns mehr Stuff leisten können. Wow, die Animationen sind äußerst fragwürdig.
Nun. Also ich bin noch nicht so richtig überzeugt. Ich meine, wir sind doch erst 10 Minuten im Game, aber... Hat die Rüstung Nippel? Was für eine Rüstung? Meine Rüstung? Vielleicht sollen das auch eher so Nieten sein, dass das da irgendwie zusammengenietet ist. Ich weiß es nicht. Aber nun ja. Du musst dem Spiel Zeit geben, das wird nach 80 Stunden besser. Ach so, das ist quasi der Nachfolger von NGU. Jetzt habe ich es verstanden. Ja, also bislang gibt es halt nichts, was mich auch nur ansatzweise abholen würde. Ich weiß nicht, so ein Idle-Game kann halt super grindlastig sein, aber es muss einem am Anfang halt schon irgendwie, finde ich, so einen Anreiz geben, was erreichen zu wollen. Irgendwie, oder halt mal zu zeigen, so hier, der Stuff erwartet dich, wenn du halt ein bisschen Zeit reinsteckst. Und das sehe ich hier bislang gar nicht. Aber gucken wir mal. So ein paar Minuten gebe ich ihm noch. Also vielleicht grinden wir wirklich nochmal die Experience hoch. Vielleicht ist das so der Deal. Weiß ich nicht. Also im Zweifelsfall beenden wir das hier einfach sehr zügig. Und gehen zum nächsten Spiel über. Das wäre jetzt nicht so das Drama. Aber mal gucken. Vielleicht ist das so ein Ding, weißt du musst dich erst so durch 100 Seiten Lanzenpflege lesen, bevor das Buch gut wird. Wobei ich dafür, glaube ich, einfach keine Geduld habe. Wenigstens ist die Musik nicht absolut furchtbar. Ja, okay. Ich bin durch das Spiel meiner Jugend auf dich gestoßen, muss sagen, du bist der sympathischste Diablo 2-Spieler Deutschlands. Das halte ich für ein Gerücht, aber vielen Dank. Dabei spiele ich gar nicht so viel Diablo 2. Also zumindest aktuell nicht mehr. Ich habe diese Woche super wenig Diablo gespielt. Ja, ich sehe mich hier tatsächlich gerade irgendwie eher nicht so. Gucken wir mal, ob wir jetzt irgendwie beim Shop irgendwas machen können mit den oder irgendwas craften können. Und wie viel Gold wir so haben? 73. Ja, lass doch mal mehr XP kaufen. XP, müssen wir das jetzt noch ausrüsten? Oder ist das... Nee, das ist automatisch ausgerüstet. Es gibt halt offenbar auch nur diese drei Items dann. Was Ring und Hals angeht. Und das leveln wir einfach hoch, ja? Okay, da hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Wobei, vielleicht geht im Shop ja noch mehr. Was ist das? Oh, das sollen Spitzhacken sein. Ich weiß nicht, ob der Mensch, der das gezeichnet hat, jemals in seinem Leben eine Spitzhacke gesehen hat, aber das ist keine Spitzhacke. Das sieht aus wie ein stark verkrüppelter Hammer, aber nicht wie eine Spitzhacke. Aber, achso, das Bronze-Ding haben wir, oder? Ich kaufe das jetzt trotzdem mal.
nicht mal Minecraft gespielt. Hey, ich habe auch nicht Minecraft gespielt und ich weiß trotzdem, wie eine fucking Spitzhacke aussieht. Wenn du den Griff weglässt, schon. Ja, ja, aber es ist halt so. Ja, wenn ich halt nur das Ding... Aber warum hat es dann... Oder sollen das so Podeste sein, wo der Kram drauf liegt und die Spitzhacken sehen alle gleich aus? Aber wenn das Bronze, Silber, Gold und Myth, was auch immer ist, dann kann das ja nicht so das Pedestal sein, wo das drauf liegt, oder? Das macht halt schon gar keinen Sinn. Abgesehen davon, wofür brauchen wir Spitzhacken? Das ist noch so meine große Frage. Beim Schmied glitzert was. Okay, wir können die Sachen einschmelzen. Wir haben aber überhaupt keine. Okay. Okay, hier könnten wir. Oh, guck mal, hier haben wir Stuff. Das sind unsere Materials. Können wir irgendwas craften? Ah, da bräuchten wir 11 Würfel für. Die haben wir aber nicht. Oder. Nein. Okay, das sind tatsächlich die Sachen, die wir brauchen. Das ist der Angriffswert, den das Ding macht. Und das da drunter sind die Sachen, also die Materials, die wir brauchen. Sehe ich das richtig? Bin unsicher. Wie lange bin ich schon im Spiel unterwegs? Knapp 17 Minuten. Kriegen wir jetzt eigentlich mehr XP beim Killen? Sieht nicht so aus, oder? Dafür, dass wir uns unser XP-Amulett aufgewertet haben. Ist ja gefühlt halt nicht viel passiert. Ich habe das Gefühl, wir killen schneller, was halt gar keinen Sinn macht. Aber kommt mir schon so vor. Warten wir die 155 doch nochmal ab. Die Kampfanimationen sind sowas von nicht satisfying. Wie soll man sich das stundenlang geben? Die Kampfanimationen bei Clicker Heroes sind auch nicht satisfying. Oder bei Idle Champs. Oder... Aber ja, es könnte halt wenigstens, wenn ein Monster stirbt, so verschwinden und ein neues auftauchen. Das wäre mal eine Sache. Ich meine, das Monster hat halt literally zwei Sprites, die sich abwechseln. Und die Kampfanimationen sind eigentlich auch nur, also dieses Slash darüber sind halt auch nur zwei Sprites, aber halt in verschiedene Richtungen gedreht. Sind drei. Oh stimmt, das Monster hat drei. Ja, nehme alles zurück. Aber gut, wenn das halt wirklich idle-lastig sein soll, dann guckst du da ja auch nicht stundenlang drauf. Ne? Passiert zu wenig, das würde auch nur mit Zahlen funktionieren. Ja, wie die meisten Idle-Games in der Tat. Aber dann wäre es, glaube ich, noch unspektakulärer. Was ist denn das für ein Game? Das ist Knights and Castles. Tja, schade Feuerpilz, was auch immer du gerade... Oh, ich glaube, Pilzi hat NGU in den Chat geschrieben. Schade. Aber guck mal, wir müssen nur noch 5 Monster platthauen, dann steigen wir ein Level auf und das wird bestimmt spektakulär. Und dann können wir vielleicht das nächste Level angehen, weil wir dann immer noch keine besseren Waffen haben, aber vielleicht mehr Hitpoints.
Offenbar nicht. Aber wir haben jetzt mehr Attack, oder? Oh ja, das geht. Das schaffen wir auf jeden Fall. Und da kriegen wir jetzt mehr Punkte für. Die kriegen wir jetzt immerhin 2 für. Slarios, vielen, vielen Dank für den Raid. Dankeschön. Ich weiß nicht, ob ihr euch das gut ausgesucht habt. Weil, das Spiel ist bislang eher so mäßig. Aber gucken wir mal. Wir switchen vielleicht gleich auf was anderes. Finden wir hier eigentlich neuen Loot? Sieht nicht so aus. Eigentlich nur Skulls and Bones. Habe ich da Verschwörungstheorien gehört? Was zum Teufel ist P-Level? Player-Level? Bist gerade selber durch mit dem Stream. Was habt ihr gespielt? Ich hoffe, was Spannenderes. Und gab es nicht mal, wo ich es gerade lese, ein Dungeon Keeper Remaster? Gab es das nicht mal? Ja, verwechselt. Nee, ich glaube, ich verwechsel da gerade was. Skyward Sword. Okay, bei Zelda bin ich halt total raus. Zumindest was die neueren Teile angeht. Ja, gut. Ich gucke nochmal, ob wir hier jetzt irgendwas machen können. Also wir könnten halt mehr Lootfeind machen. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Es ist halt auch so umständlich, dass man da überall so langsam hinlaufen muss, ne? Und halt jedes Mal, wo gefragt wird, hey, brauchst du irgendwas? Ist das so, können, also... Ich glaube, dieses ganze Konzept ist einfach nicht durchdacht. Oh, hier können wir unsere Lutscher enchanten. Oder so. More Attack. Ja, bitte. Beim DLC-Haus ging rechts den Weg weiter. Ich guck mal. Meinst du, wir können auch in die richtige Stadt gehen? Auf jeden Fall im Haus hängen bleiben. Hier oben ist noch irgendwas. Oh. Ah, die Mines. Oh, wow. Was für... Und hier meinen wir dann Sachen. You need a pickaxe. Aber ich habe doch eine, oder? Das steht, glaube ich, immer da, oder? Weil wir meinen ja auch. Kackehäufchen? Also, ganz ehrlich. Wenn deine Kackehäufchen so aussehen, besonders in den Farben, würde ich mir Sorgen machen. Aber, ah doch, hier ist so dumpfes Hintergrundwummern, wollte gerade sagen. Ist die Musik hier weg? Der dritte von links? Du meinst der gelbe? Grün-gelbe? Ich glaube, das soll in diesem Spiel die Farbe für Gold sein. Das ist ein sehr komisches Gold. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall rund 50 Kackehäufchen. Warum ist das so laut? Warum haben wir die Soundeffekte wieder? Ja, hier nicht. Okay, können wir damit jetzt beim Schmied irgendwas machen? Können wir damit jetzt Barren machen? Du kannst nicht aufhören zuzuschauen. Es ist halt wie so ein Autounfall, ne? Smelten. Ich würde gern smelten. Ah, das geht sogar automatisch, okay. Smelt mein Shit hart. Das klingt so falsch. Okay, wir schmelzen mal fröhlich dieses Barren ein, dann können wir vielleicht eine bessere Waffe craften. Also, dass diese Würfel halt Metallbarren sein sollen, braucht man auch viel Fantasie zu. Aber kann man machen. Ein Autounfall in pixelig? Ja, die haben die Todesopfer verpixelt.
damit es eine geringere USK kriegt. Irgendwie sowas. So, 50 müssen wir total reichen. Viel mehr kriegen wir eh nicht. Schwierig, ach was. Und dann würde ich ganz gerne zum Shop. Wo konnten wir denn craften? Ging das beim Shop? Ich glaube nicht, oder? War das auch, nee, das war auch beim Schmied, oder? Wir hätten gar nicht weglaufen müssen. Das war total sinnlos. Aber hey, bei dem Movement Speed sind wir ja ungefähr in 2 Stunden wieder da. Kein Ding. Vapo hätte ich ganz gerne. Ich würde gern dieses Teil craften. Das ist sehr laut. Aber okay, wir haben ein Kurzschwert und müssen uns nochmal den Dialog angucken, um zur Armor zu gehen. Und ich würde das Ding gern craften. Auch das ist sehr laut. Ist endlich wieder gute Laune, du warst eben richtig salzig. Nun. Dann hat das Spiel ja zumindest irgendwas Gutes gehabt. Ich würde sagen, wir gucken mal in unser Inventar. Ah ja, jetzt haben wir hier sogar die Sachen. Fantastisch. Es ist quasi schon so die kleine, hässliche, vom Truck überfahrene Adoptivschwester von, wie heißt das Spiel? Ich komme gar nicht auf den Namen. Melvor Idol. Also es macht so ein bisschen das, was Melvor Idol macht, nur in viel weniger und in schlechter. Das wäre jetzt so nach knapp 30 Minuten mein Fazit. Warum starten wir eigentlich wieder in Tower Level 1 und nicht in Tower Level 2? Fragen über Fragen. Dann los zum nächsten. Mal gucken, wie hoch wir. Okay, den Tower Level. Na, Tower Level 3 schaffen wir noch tatsächlich. Melvor Idol ist eigentlich auch echt gut. Es ist halt nur super unspektakulär für ein Let's Play. Wobei ich zugeben muss, ich habe es auch privat nicht weitergespielt, aber eigentlich schon ganz nice. Hast meine Streams echt vermisst? Ich streame gar nicht so selten. Also, jetzt auch nicht extrem häufig, aber im Moment schon so 2-mal die Woche auf jeden Fall, teilweise 3-mal. Das Game zeigt einfach, dass das Indie nicht immer gut ist. Vielleicht ist es einfach so ein Erstlingswerk von irgendwem, der frisch programmieren gelernt hat so, und dachte so, hey, mach ich mal. Wir haben... Ich weiß nicht, hat er sehr große faule Zähne oder soll das ein Bart sein? Oder hat da wer einen Schokoriegel quer rüber geklebt? Ich stream, das ist, ja, 2-mal die Woche kommt ungefähr hin. Es ist tatsächlich diese Woche auch schon der 2. Stream. Der erste war sehr kurz und nur Ring Fit, aber ja. Aber ja, ich denke, wir sind hier an der Stelle durch, oder? Also... Ich finde es spannend, dass man noch so gar kein Feedback hat, ob man selbst verliert oder ob ob man das Monster besiegt oder nicht. Das ist halt so. Also ja, das siehst du hier halt an den Hitpoints, aber das ist okay. Den Golem schaffen wir nicht. Der Golem erinnert mich. Woran erinnert mich der Golem? Weiß ich nicht. Vielleicht an Robby Tobby und das Flievertüt. Laut Steam ist es quasi das 3. Spiel vom Entwickler. Cool. Ciao.